sitzen in der linken Gesine Lötsch. Ja, schönen guten Tag. Ich darf Ihnen erstmal allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr wünschen. Das Jahr hat ja nicht ganz so nachrichtenarm angefangen wie andere Jahre, aber wir werden sehen, was das Jahr noch alles so zu bieten hat. Ich möchte 6 Punkte kurz ansprechen. Erstens möchte ich mich äußern zum Treffen von Frau Merkel und Herrn Sarkozy. Zweitens zum Dauerbrenner Bundespräsident Wulff und die Affären rund um ihn. Drittens zur Situation im Saarland. Viertens zu Fragen, worüber ja viele von Ihnen auch schon berichtet haben. Ein vorliegendes Gutachten über eine Mitgliederbefragung in der Partei Die Linke. Fünftens zum Gerichtsurteil gegen Bodo Ramelow. Und sechstens eine kleine Vorschau auf Veranstaltungen in den nächsten Tagen, die für Die Linke wichtig sind. Erstens zum Treffen Merkel-Sarkozy. Viele Banken bereiten sich ja jetzt auf den Zusammenbruch des Euro vor und entwickeln Plan B und Plan C. Griechenland steht vor der Zahlungsunfähigkeit, aber ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung im Augenblick überhaupt nichts Sinnvolles tut, um den Zusammenbruch des Euro zu verhindern. Ich will erinnern an das Jahr 2008. Da ist der Wirtschafts- und Finanzkrise entgegengetreten durch Konjunkturprogramme. Konjunkturprogramme einerseits in Deutschland, andererseits aber riesige Konjunkturprogramme, von denen auch Deutschland profitiert hat, aus den USA und China. Im Augenblick nichts davon. Konjunkturprogramme sind aus Sicht der Linken aber dringend notwendig, um Wachstum zu fördern und Arbeitsplätze zu sichern. Ein geplanter neuer EU-Vertrag wird kein Problem lösen, sondern eher die Probleme, die wir haben, um neue vervollständigen. Die Strategie von Frau Merkel, die Agenda 2010 zu exportieren, wird nicht erfolgreich sein, wird nicht zur Lösung der Krise beitragen. Wir als Linke können unsere Forderung nochmal bekräftigen, dass wir eine Entkopplung der Staatsfinanzen von den Finanzmärkten wollen. Wir wollen eine aktive Rolle der Europäischen Zentralbank und wir wollen, dass der private Bankensektor endlich unter öffentliche Kontrolle genommen wird. Heute wird in dem Gespräch zwischen Frau Merkel und Herrn Sarkozy ja auch wieder das Thema Finanztransaktionssteuer auf der Tagesordnung stehen. Wir unterstützen die Position von Sarkozy, der gesagt hat, man kann auch, wenn man sich europäisch nicht einigt, erst einmal in einem Land beginnen. Er hat angekündigt, für Frankreich die Finanztransaktionssteuer einzuführen. Wir haben ja auch schon seit langem die Position vertreten, dass ein Land den Anfang machen muss und wenn Deutschland und Frankreich gemeinsam die Finanztransaktionssteuer einführen, würden, wäre das ein wichtiger und richtiger Schritt. Frau Merkel muss sich einfach in der Koalition auch gegenüber ihrem Koalitionspartner FDP durchsetzen. Es kann doch nicht sein, dass das Schicksal Europas von einer Partei abhängt, die schon in Auflösung begriffen ist. Zweitens zur Frage Bundespräsident Wulff. Wenn man jetzt die Ereignisse, Berichterstattung, eigene Eindrücke versucht zu sortieren, dann wird die ganze Affäre immer unübersichtlicher. Und die Bild-Zeitung spielt ihr eigenes Spiel mit dem Bundespräsidenten und die Gefahr besteht, dass das eigentliche Problem verdeckt wird. Die Hauptkritik von uns als Linke ist auf eine Frage zugespitzt: War der Ministerpräsident Wulff bestechlich? Wenn er bestechlich war, dann wäre er als Bundespräsident ungeeignet. Sie kennen ja alle die englische Redewendung, es gibt niemals so etwas wie ein freies Essen, es gibt nichts umsonst. Und wenn wir einen Blick in die Vergangenheit richten, dann hat sich ja gezeigt, dass Gefälligkeiten gegenüber Politikern auch immer wieder mit Gegenleistung von diesen verbunden waren. Und es gibt ja auch eine lange Tradition von bezahlten Urlauben von CDU und CSU-Politikern. Ich will den Begriff Amigo-System hier in Erinnerung rufen. Stoiber hat kostenlos in der Villa des berüchtigten Lobbyisten und Waffenhändlers Holzer geurlaubt und Ähnliches. Was wir als Linke vom Bundespräsidenten fordern, ist eine umfassende Aufklärung der Vorgänge. Das betrifft die Kredite, die Urlaube und natürlich auch die Kampagnenfinanzierung durch Herrn Maschmeyer.
Herr Gabriel, der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, hat nun vorgeschlagen, eine große Koalition zur Bildung zur Wahl eines neuen Bundespräsidenten zu bilden. Er versucht jetzt in der Öffentlichkeit von sich das Bild eines weisenden und gelassenen Staatsmannes zu zeichnen. Das ist die eine Seite. Ich glaube aber, dass mit diesem Vorschlag Bildung einer großen Koalition zur Wahl eines Bundespräsidenten auch schon die Richtung angezeigt ist, was die SPD nach der Bundestagswahl anstrebt. Und alle diese konkreten Handlungen widersprechen eigentlich dem, was die SPD auf dem letzten Parteitag erklärt hat. Und zu dieser Meldung passt natürlich auch, jetzt komme ich zur Situation im Saarland, dass augenscheinlich schon sehr lange Gespräche stattfanden zwischen der Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer und den Vertretern der SPD im Saarland, denn die Annahme des Gesprächsangebotes erfolgte ziemlich schnell und geräuschlos, und ich habe den Eindruck, dass es, wie gesagt, keine Überraschungsaktion für die SPD, sehr wohl aber für die Koalitionspartner war. Aus unserer Sicht sind Neuwahlen im Saarland die sauberste Lösung. Wer im Galopp die Pferde wechseln will, der wird auf die Nase fallen, und besonders der SPD kann man nur empfehlen, nicht auf eine personell und konzeptionell ausgebrannte CDU zu sitzen. Neuwahlen wären eine Chance für einen Neuanfang im Saarland, und an der Linken würde eine ganz andere Regierung als die jetzige nicht scheitern, und eine linke Regierung im Saarland wäre natürlich auch ein klares Zeichen für die Bundestagswahl im Jahr 2013. Vierter Punkt, die Diskussion um die Mitgliederbefragung innerhalb der Partei Die Linke zur Frage, wie soll die Wahl von Parteivorständen bzw. Parteivorsitzenden gestaltet werden. Sie wissen ja alle und haben teilweise auch darüber berichtet, dass es in der Linken seit einigen Monaten, seit der Kreisvorsitzendenkonferenz im Frühjahr in Hannover, immer mal wieder die Diskussion gab um eine Mitgliederbefragung, teilweise auch fälschlich unter dem Titel Urwahl bezeichnet, zur Frage, wer sollen Parteivorsitzende der Linken werden und wie soll dieser Prozess der Auswahl gestaltet werden. Wir haben das in verschiedenen Gremien intensiv diskutiert. Es gibt Pro-Argumente und Gegenargumente, und der geschäftsführende Parteivorstand hatte in seiner Sitzung im Dezember sich darauf verständigt, aufgrund der Vielfalt der Argumente doch einen Parteienrechtler zu bitten, ein Gutachten zu der Frage anzufertigen, ob diese Mitgliederbefragung mit der Satzung der Linken vereinbar wären. Wir haben seit Ende vergangener Woche das Gutachten von Herrn Morlock vorliegen, und wir hatten schon in der Zeit vor Silvester ein Gutachten unseres Fraktionskollegen Wolfgang Neskowitsch, der sich auch mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Vom Prozedere her wird es so sein, dass der geschäftsführende Parteivorstand an diesem Donnerstag, also am 12., sich in einer Sondersitzung mit dem Gutachten auseinandersetzen wird und die Frage zu entscheiden hat, ob er sich dieses Gutachten zu eigen macht oder nicht. Aus meiner Sicht sind grundlegend vor allen Dingen die Unterschiede in zwei Fragen. Ich glaube, dass ich darauf die Diskussion konzentrieren könnte. Wir haben ja eine Ordnung über Mitgliederentscheide in der Partei Die Linke, in der steht, alle zu allen politischen Fragen können Mitgliederentscheide durchgeführt werden. Und Wolfgang Neskowitsch hat in seinem Gutachten darauf hingewiesen, dass unter politischen Fragen im Allgemeinen, er bezieht sich sogar auf das Völkerrecht, Sachfragen gemeint wären und keine Personalentscheidungen. Und auch Herr Morlock geht in seinem Gutachten davon aus, dass die Entscheidung über die Parteivorsitzenden eben keine Sachfrage wäre und politische Fragen implizit dadurch also Sachfragen wären. Ich könnte mir vorstellen, dass es darüber eine heftige Diskussion gibt, ob die Wahl eines Parteivorsitzenden eine politische Frage ist oder nicht. Die zweite Frage, die
glaube ich, eine große Rolle in der Entscheidungsfindung spielen wird, ist die Frage, die auch von Herrn Morlock thematisiert wurde, ob im Falle eines empfehlenden Mitgliederentscheides die Parteitagsdelegierten, die ja per Parteiengesetz die Aufgabe haben, Vorsitzende zu wählen, dann noch frei in ihren Entscheidungen wären. Also vielleicht gibt es auch noch andere Fragen, die für andere als die zentralen Entscheidungsfragen stehen. Per Satzung muss der geschäftsführende Vorstand eine Empfehlung aussprechen bzw. entscheiden, ob er die Anträge auf Mitgliederbefragung für zulässig hält, und das werden wir versuchen am Donnerstag zu lösen, und wir werden uns am Montag mit den Vertretern der Landesverbände, also mit den Landesvorsitzenden bzw. Landessprecherinnen und Landessprechern treffen, um über das weitere Verfahren uns zu verständigen. Fünfter Punkt, Bodo Ramelow ist in der vergangenen Woche verurteilt worden zu 20 Tagessätzen a 170 Euro, weil ihm vorgeworfen wurde, er hat maßgeblich dazu aufgerufen und maßgeblich dazu beigetragen, im Jahre 2010 den Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Ich finde es gut und richtig, dass Bodo Ramelow gegen dieses Urteil Widerspruch einlegen lässt über seinen Anwalt und nicht gewillt ist, dieses Geld zu zahlen. Völlig unabhängig davon, wie dieser Einspruch ausgeht, ist für mich empörend, dass durch solche Urteile Antifaschisten eingeschüchtert werden sollen. Und für uns als Linke kann ich erklären, dass wir mit vielen Mitgliedern der Partei Die Linke und mit vielen Freunden und Sympathisanten, mit vielen anderen Menschen am 19. Februar in Dresden wieder gegen die Nazis demonstrieren werden. Und wir werden das so lange tun, bis Nazi-Aufmärsche Geschichte sind und nicht mehr stattfinden. Letzter Punkt. Wir haben als Linke, wir die anderen Parteien natürlich auch, am Jahresanfang eine Reihe von Terminen, die teilweise traditionell sind. Die Fraktion im Bundestag wird in dieser Woche eine Klausur zur Vorbereitung ihrer Arbeit für das Jahr 2012 durchführen und dazu auch Gäste einladen. Die zentrale Frage an diesem Wochenende ist die Ehrung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. 93 Jahre ist es jetzt her, dass sie beide ermordet wurden, und in jedem Jahr ziehen viele tausend Menschen zu ihren Gräbern. Wir werden uns am Sonntag wie immer ab 9 Uhr an der Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde treffen. Am gleichen Tag, das ist nur schon zum zweiten Mal so, laden wir gemeinsam mit der Bundestagsfraktion und der Europäischen Linken am Nachmittag zu einer Veranstaltung, diesmal in der Berliner Volksbühne, ein. Die Veranstaltung heißt Gegen Bankenmacht und nimmt auch auf Bezug auf einen Aufruf, der zum Beispiel von Theodorakis, Mikis Theodorakis und Manelos Glesos geschrieben wurde. Gäste dieser Veranstaltung werden die chilenische Gruppe Quilapayún sein, Bots aus den Niederlanden, auch der Vorsitzende der Europäischen Linkspartei, Pierre Laurent, und andere. Und wir erwarten auch den langjährigen bzw. Gründungsvorsitzenden der Linken und Fraktionsvorsitzenden im Saarland, Oskar Lafontaine. Soweit von mir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.